Und ich drehe hier meine Runden. Moment mal, warum ist eigentlich hier ein Villager noch bei mir? Hallo, was bietest du an? Ich krieg Fäden. Ich brauche eher Fäden und krieg ein Emerald. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Auf jeden Fall leben wir hier in unserer kleinen, süßen Stadt. Ich habe hier ein winzig kleines Häuschen mit einem Bettchen. Ich glaube, es ist relativ morgens. Das heißt, Epic schläft noch. Wir sind, ja, fast Nachbarn, könnte man sagen. Wir gucken mal ganz kurz. Ich habe Post bekommen. Und zwar von der Gewinneri, oh mein Gott. Okay, ja, da bin ich ja mal gespannt. Lieber Gewinneri-Teilnehmer, bitte begeben Sie sich heute zum Gewinneri-Shop. Liebe Grüße, Ihr Gewinneri-Team. Das ist cool. Moment mal, das bedeutet, ich habe nämlich bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Entweder ich habe was gewonnen oder ich habe verloren. Aber warum wollen die dann, dass ich da hinkomme? Ich weck Epic, vielleicht will er mit mir kommen. Epic, aufwachen! Wir haben 12 Uhr mittags! Guten Morgen, Katja! Es ist nicht mehr morgens, es ist mittags. Ganz früh morgens. Es ist Mittag. Hey. Ich habe Post bekommen von der Gewinneri. Oh, tatsächlich. Ich habe da auch mitgemacht. Oh, und? Aber du hast keine Post bekommen, oder? Warte. Ich habe auch Post bekommen. Warte, lies vor. Lies vor, lies vor, lies vor. Hauptpreis. Lieber Gewinneri-Teilnehmer, bitte begeben Sie sich heute zum Gewinneri-Shop. Liebe Grüße, Ihr Gewinneri-Team. Ich hab gewonnen! Nein! Ich hab es auch bekommen! Oh. 1:1 dasselbe. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, um was es da ging. Ich will einen Kuchen gewinnen. Ich hätte gerne ein bisschen Geld. Vielleicht ein nice Bötchen. So, hier ist auf jeden Fall der Gewinneri-Shop. Und hier ist Siki. Hallo, Siki! Den Hauptpreis haben. Oh, guten Tag, ihr zwei. Euch habe ich heute schon erwartet. Okay, vielleicht haben wir beide gewonnen, Epic. Oh, stimmt. Oh, wie nice ist das denn? Ja, voll cool. 1 Million Diamanten. Geht's ums Gewinnspiel bestimmt. So, ihr habt ja beim letzten Gewinneri-Spiel mitgemacht. Ich habe gute und nicht so gute Neuigkeiten. Oh, oh. Einer hat von uns gewonnen. Safe. Wer hat gewonnen? Ich. Du? Siki, hab ich gewonnen. Ich weiß es nicht. Wer hat gewonnen? Erstmal die gute. Katja, du hast gewonnen. Oh, Glückwunsch. Oh mein Gott. Epic. Du hast verloren. Aber warum bist du dann hier? Es haben so viele mitgemacht bestimmt. Jo. Aber warum ist Epic dann hier? Warum Epic hier ist? Naja, jeder Teilnehmer könnte eine spezielle Rolle übernehmen. Demnach hat Epic verloren. Okay. Doch, sauer bin ich. Du bist einfach hierher gekommen, um zu erfahren, dass du verloren hast. Und ich habe gewonnen. Oh, herzlichen Glückwunsch, Karl. Dankeschön. Ich hätte auch gern gewonnen. Was habe ich denn eigentlich gewonnen? Also, um jetzt nicht um den heißen Brei zu reden, Epic, du musst einen Tag lang alles tun, was Katja möchte. Warum das denn? Das heißt, Epic, du musst zu allem einen Tag lang ja sagen, nee, was ich möchte. Das will ich aber nicht. Wie cool ist das denn? Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich glaube, Spaß. Ich werde richtig viel Spaß haben. Moment, ist der Tag dann heute? Epic, du musst zu allem ja sagen, was ich möchte. Ja. Du bist einfach mein persönlicher Butler. Oh. Ja. Okay, Epic, willst du mal mitkommen? Ja, will ich. Ja, nice. Guck mal, also heute, was hätte ich denn gerne? Was hätte ich denn gerne? Guck mal, Epic, mein Haus ist ja schon relativ klein. Ja. Kannst du mir ein neues Haus bauen? Ja, klar. Oh ja, da bin ich ja mal gespannt. Guck mal, das kannst du vielleicht hierhin bauen, wenn du möchtest. Ja, klar, kein Problem. Das mache ich sehr gerne. Dankeschön. Okay, in der Zeit kann ich hier einfach so ein bisschen rumlaufen und chillen. Ich glaube, ich setze mich auf irgendeine Parkbank, lass Epic so ein paar Stunden bauen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich sehe das, was du da hinten machst. Bis jetzt noch gar nichts. Bist du denn da? Du liegst auf der faulen Haut. Frechheit. Na gut, es heißt, ich laufe hier ein bisschen rum, ich mache mir einen entspannten Tag hier auf der Parkbank und in so 2-3 Stunden gucken wir mal bei Epic vorbei, wie weit der ist. Und die Sonne ist auf jeden Fall schon ein bisschen gewandert. Wir können ja mal schauen, wie viel Uhr wir haben. Und ich glaube, Epic sollte in der Zeit schon was gebaut haben. Was ist das denn? Dein neues Haus ist fertig insgesamt. 14 Uhr. Was ist das? Ich sehe Erde. Ist das dein Ernst? Ja, klar. Ich mache alles, was du sagst. Das ist mein neues Haus. Wenn du das nicht mehr brauchst, ja, kümmere ich mich darum. Was ist da? Nein, Moment. Hey. Was ist das denn jetzt? Hey, du sollst einen Tag lang machen, was ich möchte und nicht, was du möchtest. Oh. Ja, also was ist das denn? Ich dachte, ich soll dir ein neues Haus bauen. Ja, richtig. Aber Epic, dafür ich glaube... Ich abgerissen. Nö. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Epic, das kannst das du abreißen. Direkt, Epic, ja, reiß es ich. Ab. Ja. Ah, aber mein Haus gefällt mir trotzdem nicht. Epic, können wir danach Häuser tauschen?
Ja, kein Problem. Das können wir gerne machen. Kannst du auch meine Sachen dann rüberräumen und deine Sachen wegräumen, bitte? Ja, sehr gerne. Kannst du, obwohl, warte mal. Ich glaube, ich möchte zwar dein Haus haben, aber ich möchte meins auch behalten. Denkst du, du könntest einfach meine Sachen rüberräumen, aber das hier leer lassen, wo du dann wohnst, das weiß ich leider nicht. Ja, klar. Du wolltest mein Haus anbrennen. Ich dachte, du wolltest ins Neue ziehen. Ja, hat mir nicht gefallen. Ey, okay, dann räume ich dein Haus leer. Ich räume dann schon mal hier dein Schild weg. Zwei Häuser und ein leeres. Und dann mache ich darauf Cutter auch. Cutter 2. Und wenn ich das gerade so sehe, willst du auch mir deine Küche hinterlassen? Klar, das mache ich gerne. Hey, du machst das alles hier halbherzig. Nee, mach mal dein Epic. Das schön ein. Willst du mal dein Schlafzimmer wegräumen? Mein Schlafzimmer? Ja, klar, ja. Das mache ich gerne. So, okay, stopp. So, Epic, willst du mein Schlafzimmer da mal hier hinräumen? Oh nee, das ist wie. Ich muss ja richtig spezifisch bei dir sein. Ja. Oh nee. Was ist da ich oben? Ich will noch was fliegen. Moment mal. Nice, ich habe ein neues Häuschen. Wie cool ist das denn? Ja, bitteschön. Und mein Häuschen ist dann sozusagen einfach mein zweiter Wohnsitz. Epic, willst du vielleicht hier draußen jetzt wohnen? Genau hier in der Kuhle? Ja, sehr gerne. Dann kannst du mal deine Sachen dahin räumen. Okay. Ja, wenn du mir hier so Häuser baust aus Erde, die ich gar nicht wollte. Wie die aussehen sollen. Ich dachte, das ist natürlich logisch, dass es schön aussehen sollte. Okay, ich bin jetzt zu Hause. Oh, das freut mich. Das ist auf jeden Fall ein schönes neues Zuhause. Hey. Okay, Epic, ich glaube, willst du mit mir mal hier in den Nether kommen? Ja, sehr gerne. Komm, wir gehen mal in den Nether. Soll ich noch mein Häuschen abreißen? Nee, gerade nicht. Hallöchen. Amogata. Wollen wir mal ein paar Piglin suchen? Ja, sehr gerne. Na gut, mal gucken, wer hier als erstes ein Piglin findet. Ich hoffe, die sind hier. Wo? Ich bin keins. Frechheit. Da vorne sind welche. Epic, willst du mal einen Piglin schlagen? Ja, gerne. Da kommen auch schon welche auf mich zu. Oh, was ist los? Okay, ich hab sie geschlagen. Ich will wieder nach Hause. Viel Spaß. Nein, ich glaube, willst du ein bisschen im Nether bleiben? Ja, sehr gerne. Oh, was ist das? Wurdest du weggeschnitzelt? Ja. So schnell. Ja, keine Chance. Ich hab nicht mehr eine Rüstung gehabt. Oh nein. Okay, vielleicht war das doch ein bisschen zu krass. Ich lasse dich einfach mal gerade ein bisschen in Ruhe. Ich muss mir mal überlegen, was du noch heute so Schönes machen könntest. Wie viel haben wir denn mittlerweile? Ich muss natürlich auch ein bisschen schauen, wie lange ich dich hier noch habe. Wir haben jetzt 18 Uhr auf die Minute. Und ich hätte da noch eine lustige Sache, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob Epic das machen wird. Aber er muss ja eigentlich. Denn wir haben hier Jeff. Und Jeff ist so der krasseste Typ hier im Dorf. Er hat richtig krasse Muskeln. Und jeder hat so ein bisschen Angst vor Jeff. Und ich glaube, es wäre lustig, wenn Epic vielleicht Jeff ein bisschen ärgern würde. Ich glaube, dafür braucht er aber unbedingt was. Ich erzähle ihm jetzt noch nicht genau, was er machen muss. Epic, bist du wach? Ja, ich bin wach. Klar, muss ja auch ja sagen. Epic, willst du dir mal ein Schwertchen machen, ein Holzschwert? Ja, sehr gerne. Ich mache mir ein Holzschwert. Sehr gut. Wir haben übrigens gerade 18 Uhr irgendwas wahrscheinlich. Also, dein Tag geht langsam schon zu Ende. Ich hoffe, es war bis jetzt nicht so schlimm. Was baust du dir eigentlich für eine Höhle? Ich wohne doch hier. Oh ja, naja, okay. Aber mach dir mal ein Schwertchen und dann komme ich gleich nochmal auf dich zu. Ich habe ein Schwert. Sehr gut. Okay, also Epic, du kennst doch Jeff, oder? Ja. Hast du Angst vor Jeff? Ja, da will ich aber nicht so jetzt hin. Nee. Epic? Jetzt warte mal ganz kurz. Oh, bitte. Kannst du Jeff mal boxen? Ja, nicht. Ja, komm mal mit. Und willst du dann mal versuchen, Jeff wegzuschnetzeln? Oh Gott, das ist jetzt aber keine gute Idee. Der ist sehr stark. Ja. Da steht er. Ja, Jeff. Ja, viel Spaß. Mal gucken, wie lange brauchst du, um Jeff wegzuschnetzeln. Hallo, Jeff. Oh nein! Jeff ist nicht. Oh, Damage. Oh, erste Reihe. Oh, super. Jeff, mach Epic halt. Nein. Okay, er rennt ja auf jeden Fall hinterher. Oh, wie nice ist das denn? Ich liebe meinen Gewinn. Hey, wo bist denn du? Ich hab ihn nicht abgehängt. Ah, los. Jeff. Okay, man muss dazu sagen, du hast sogar ein Holzschwert, ne? Das ist schon heftig. Oh, aber ich hab nicht so viel Muskeln. Jeff hat auf jeden Fall ein paar mehr Muskeln als du. Der hält richtig viel aus. Guck mal. Ich hab nicht mehr. Oh, ich hab eine Idee. Oh Gott.
Jeff, komm. Geh Epic schlagen, los. Ah, nein. Oh, nein, einmal will ich Epic. Oh. Epic, willst du weitermachen? Ja, ich sehr gut. Oh Mann, das ist und fies. Jeff wird weiter weggeschnetzelt. Oh nein. Ich hab die Idee. Was machst du? Das klappt nicht. Was, Jeff, ich schubsen? Ich glaube, du gehst dich selber wegschnetzeln. Nee. Safe. Jeff, schön und. Oh, ich? Keiner, doch, Jeff hat ein bisschen Damage bekommen. Oh mein Gott. Das ist so stark, Kater. Ich kann ihn niemals wegschnetzeln. Doch, du kannst ihn wegschnetzeln. Irgendwann. Oh, da läuft er wieder. Vielleicht musst du noch 3-4 Mal hier, ja, weggeschnetzelt werden, um ihn wegzuschnetzeln. Oh, Jeff, nein. Jeff. Ich bin Team Jeff. Jeff. Oh, ich hab ihn. Du hast ihn weggeschnetzelt. Oh mein Gott, das hat noch niemand jemand geschafft. Ah, ja. Du musstest ja nur 3-mal weggeschnetzelt werden oder 2-mal. Na gut. Okay, es wird immer später. Ich muss mir jetzt noch irgendwas Lustiges überlegen. Wo ist Epic? Moment mal. Epic, wo bist du? Ich bin zu Hause. Hallo. Ah, in deinem schönen Zuhause. Ja. Oh, es ist jetzt bald zu Ende der Tag, aber ich weiß nicht, was du noch alles machen könntest. Gar nichts mehr. Oh, du könntest natürlich so nicht so coole Sachen machen. Ich könnte fragen, willst du das ganze Dorf wegschnetzeln? Ja, das will ich. Nein. Oh. Nein. Sehr gut. Das ist keine gute Idee. Das sind meine Häuser hier. Du hast gefragt und ich muss immer ja sagen und alles machen, was du sagst. Das war aber ein... Das oh mein ich gerne. Gott. Das ist gar kein Problem für mich, Kater. Ich habe doch einiges an TNT. Epic, das habe ich aus Versehen gesagt. Nein. Oh Gott. Epic, ich habe das aus Versehen gesagt. Ja. Du kannst doch nicht hier alles wegschnetzeln. Ja. Oh mein Gott. Okay. Moment. Ich komme auf die Idee. Willst du mal aufhören damit? Ja, ich will damit aufhören. Sehr gut. Okay. Was hast denn du jetzt hier vor? Was schreibst du, Epic? Warte. Ich schreibe dir hier ein nettes Schild, okay? Ja. Ja, bitteschön. Willst du für dich ein Dia-Haus bauen? Ja, das will ich. Dankeschön, Gata. Nein! Auch Epic! Du gehst mich ja austricksen! Nee. Doch! Ist mein Haus eigentlich, zum Glück ist mein Haus jetzt zum Glück noch sicher. Ich glaube, ich sag dir gar nichts mehr. Wir haben 0 Uhr. Du kriegst jetzt kein Dia-Haus. Ja. Oh nee. Und ich habe gemerkt, Epic hat vielleicht doch mein Haus ein bisschen hier zerstört. Hat er jetzt sein komisches Diamanthäuschen hier wirklich gebaut? Anna. Was zur Hölle ist das denn? Und ciao, Kakao. Oh mein Gott. Du hast hier voll das krasse Häuschen. Ja, danke schön. Und Epic, es ist wieder der neue Tag. Das heißt, ich kann dir gar nichts mehr sagen. Ich muss nicht mehr immer ja sagen zu dir. Oh Mann. Du hast am Ende den Spieß richtig umgedreht. Ja, ich hab dich ein bisschen ausgetrickst. Und hier sieht's richtig schlimm aus. Das ist deine Schuld. Das ist nicht meine Schuld. Ich wollte nur was Cooles noch sagen. Ich hätte bestimmt noch richtig coole Sachen sagen können. Oh Mann. Aber ich meine, hey, du hast jetzt ein größeres Häuschen. Ich habe ein größeres Häuschen. Und die Stadt, die müssen wir vielleicht ein bisschen wieder aufbauen. Weil ich glaube, sonst sind alle ein bisschen böse auf uns. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.